So, wunderbar. 11:03 Uhr. Die virtuelle Teilnehmeranzahl steigt rapide. Von dem her, wir starten. Schönen guten Tag und willkommen zu unserem Webinar Jimyo Grundlagen. Übrigens zum ersten Webinar zu Jimyo in deutscher Sprache überhaupt. Mein Name ist Andreas Vogels, bei Jimyo verantwortlich für den Vertrieb in der Region Zentraleuropa und am heutigen Tag Ihr Moderator. Informationen vorab: Alle Teilnehmer sind auf Mute geschaltet. Allerdings möchten wir Sie und ihr euch motivieren und ermutigen, Fragen im Chat-Dialog zu stellen. Gerne posten, gerne fleißig eure Informationen hinterlassen und in der abschließenden Q&A-Session gehen wir da gerne darauf ein. Für die heutige Runde bin ich nicht alleine zugange, sondern mein Kollege Viktor Kessler, der sich auch gerne als das technische Gewissen von meiner Person nennt, wird heute durch das Webinar führen und uns veranschaulichen, wie Sie Jimyo in den Kontext einer modernen Plattform, einer modernen Analytics-Architektur einsortieren und das Ganze entsprechend auch mit Live-Beispielen abrunden. Jetzt natürlich so, die Idee ist, dass wir Ihnen heute Informationen beibringen rund um Jimyo und Informationen, was wir machen und wie Sie uns einsortieren können. Allerdings will auch Viktor was lernen, weil Viktor, und das ist auch der Grund für die Landkarte, die wir eingeblendet haben, reist sehr gerne, aber er hat es noch nie wirklich südlich des Äquators geschafft und aktuell beschäftigt sich in der Corona-Krise während Homeoffice und Hashtag Stay at Home damit, wo er dann seine nächste Fernreise mit seiner Frau und seiner Tochter verbringen kann. Und deswegen auch ein bisschen als kleines Fun Fact, gerne auch Informationen und Tipps posten, wo Viktor dann vielleicht nach der Ausgangssperre sich in einen längeren Sommer- oder Herbsturlaub begeben kann. Wir springen noch eins weiter. Denn Viktor und ich haben in den letzten Wochen und Tagen sehr oft das Thema auch bekommen, Dremio, wie spricht man das eigentlich aus und was ist das eigentlich für ein witziges Tier? Also vorab, es ist ein Narwal und kein Delfin. Und es gibt mehrere, ich sage mal, Gründungsmythen. Viktor und ich haben es darauf verständigt, auf die aktuelle mitzugeben im Sinne von, jedes Startup möchte ein sogenanntes Unicorn, ein Einhorn werden. Allerdings sind unsere Gründer Jacques und Thomas realistisch und sagen, hey, Einhörner gibt es nicht. Wir wollen schlicht und ergreifend was schaffen, was auch der echten Welt was bringt und nicht nur irgendwelche Fabelwesen kreieren. Dementsprechend haben sie sich überlegt, welches echte Tier hier passt. Und so ist er Narwal geworden. Zum Einsortieren auch noch, Dremio, der Data Lake Engine, ist so zu verstehen, dass wir sagen, prima, wenn sich um Daten, vor allem große Daten, Massen an Daten, wenn es darum geht, die zu analysieren und nutzbar zu machen, da fühlen wir uns zu Hause. Am liebsten im Data Lake, am liebsten auch im Cloud Data Lake, da kommen wir dann ins Spiel. Und den Begriff Engine kann man sich so ins Deutsche übersetzen, dass wir auf der einen Seite sagen, okay, wie komme ich denn extrem schnell an meine Daten auch ran? Also Performance ist hier wichtig, aber nicht nur Performance im Sinne von die reine Geschwindigkeit, sondern auch das Thema, wie finde ich auch meine relevanten Daten, um zum Beispiel mit BI-Tools oder Data Science-Tools meine Auswertung zu tätigen. Und so quasi ist das ja, Data Lake Engine als unser Slogan zu verstehen. Für die heutige Agenda, und das haben wir in der Einladung Ihnen ja auch schon mitgegeben, haben wir uns auch drei Sachen vorgestellt. Primär geht es darum, dass wir Ihnen Einblick geben, was unsere Technologie ausmacht, wie Sie uns auch einsortieren können in den aktuellen Herausforderungen, die Sie und Ihre Konzerne gegebenenfalls auch schon sehen oder gerade am Bewältigen sind. Und im zweiten, nach der theoretischen Einführung insbesondere, dass wir auch in die Praxis springen und haben uns deswegen zwei Beispiele rausgegriffen. Einmal aus der Sicht eines BI-Users, der sagt, okay, wie kann ich denn mein Data Lake auch für meine Auswertung nutzen? Und im zweiten, der Aspekt rund um Data Engineering, welche Potenziale und Möglichkeiten Jimyo den Konzern hier bietet. Abgerundet eben, wie ich eingangs schon sagte, posten Sie gerne Ihre Fragen und die offenen Themen für die Q&A-Session, bevor wir dann abschließend in die Zusammenfassung und den Ausblick gehen. Auf der linken Seite nochmal für Sie als Takeaway nochmal zu verinnerlichen, bevor wir dann weiterspringen. Das sind so die Themen, die Key Facts, wenn man es mal nicht deutsch ausdrücken möchte, was wir heute behandeln. Und am besten Fall, das sollte zu jedem Punkt auf der linken Seite am Endeffekt dann eine Antwort auf Ihre Fragen da sein. In diesem Kontext würde ich jetzt gerne den virtuellen Staffelstab an meinen Kollegen Viktor Kessler übergeben, der mit der Präsentation und dem heutigen Webinar beginnt. Viktor, besten Dank.
Vielen Dank, Andreas, und guten Morgen allerseits. Ich bin ja schon vorgestellt worden, Viktor Kessler, Solutions Architect hier bei Dremio. Ich möchte zunächst mit Dremio selbst starten, also mit der Vorstellung von Company. Also Dremio ist 2015 gegründet worden. Die ersten 3 Jahre haben die Founder mit der Produktentwicklung verbracht, seit 2018 auf dem Markt und 2020, also haben wir hier in Dach durchgestartet, also Andreas und ich. Und auch eine neue Nachricht vor kurzem ist, dass wir eine Finanzierungsrunde hier im März abgeschlossen haben, also zu Zeiten von Coronavirus ein Zeichen dafür, dass unser Unternehmen solid aufgebaut ist und dass die Strategie, die wir jetzt verfolgen, auch in solchen schwierigen Zeiten für Investoren interessant ist. Hier auf der linken Seite ein paar großen Kunden aus den USA. Wir haben jetzt aber Fokus auf Dachmarkt und hier haben wir jetzt einige Kunden, die wir jetzt gerne auch präsentieren möchten, die mit Dremio schon mitgearbeitet haben und auch im produktiven Einsatz hatten. Sowas wie Henkel, Dativ, Deutsche Bahn Software AG nutzt Dremio bei Cumulocity IT-Plattform als ein Data Hub. Auch Smart Finance nutzt Dremio für die Auswertungen oder UBS. Vielleicht kurz die Perspektive, warum nutzen Kunden Dremio und was sind so die Use Cases? Und ganz klassisch ist ein Business Intelligence Use Case, wo man sagt, ich will mein BI auf Data Lake Storage direkt starten, ohne dabei eine Zwischenschicht vielleicht aufzubauen oder vor allem also auch schnell analysieren, sodass meine Dashboards, meine Reports schnell laufen, dass ich auch ad hoc Abfragen starten kann. Und am besten soll das nicht irgendwie unorganisiert und chaotisch erfolgen, sondern mit einem gewissen semantischen Layer, sodass alle auf die gleichen Quellen zugreifen und entsprechend also bekommt man einen Vergleich zwischen unterschiedlichen Reports und Analysen gleich, wie zu erwarten ist. Ein zweiter Bereich ist ein Data Science, auch direkt auf dem Data Lake Storage. Und hier, vielleicht wissen einige von euch, also, dass die Data Scientisten die meiste Zeit bis zu 80% für Data Wrangling, Data Preparation, also Datenaufbereitung verwenden und nur 20% für Data Science. Das heißt also, die meiste Zeit wird eigentlich nicht für das Eigentliche gedacht, was angedacht ist, verwendet, sondern für Datenaufbereitung. Und die Idee ist von Dremio, wie wäre es, also wenn wir mit unserer Technologie helfen, Data Scientists weniger Zeit auf Data Preparation zu verschwenden, sondern mehr für Data Science. Und angenommen, wir werden jetzt von 80 auf 60% runtergehen und entsprechend also hätten die dann mehr Zeit, um Data Science zu betreiben. Und aus Perspektive von Unternehmen, also was machen die Unternehmen an Projekte und was sind so die Use Cases? Also ganz, ich sage jetzt mal ganz klassisch, also Unternehmen haben Data Lakes aufgebaut on-premise und jetzt kommt die Entscheidung in Cloud zu gehen. Und da ist halt die große Frage, also wie mache ich das? Wie mache ich jetzt, dass ich meine Terabytes verschiebe in die Cloud und dass die weiterhin nutzbar sind aus Sicht von Analysten und Scientisten. Ein weiterer Use Case ist, wo man sagt, also mein Data Warehouse kommt gar nicht jetzt mit dem Workload klar und deswegen also suche ich nach Wegen und Alternativen, um Data Warehouse zu entlasten. Er soll weiterhin vielleicht on-premise bleiben, aber für bestimmte Sachen will ich jetzt einen Workload-Offload auf Cloud umlegen und entsprechend also mit Dremio das Ganze auch beschleunigen. Da sind so die klassischen Use Cases, also wie Cloud Transition, Data Warehouse Offload, Data Warehouse Erweiterung oder Stabilisierung, wo man sagt, okay, Data Warehouse bleibt da, wo er ist. Wir haben da schon 10.000 an Personentagen investiert, ist stabil, er läuft, liefert die Zahlen, die wir brauchen. Aber für alle neue Sachen wie Clickstreams und weiteren brauchen wir eine neue Solution. Lass uns anschauen, also was wir adressieren und wo kommt Dremio eigentlich die meiste Zeit zum Einsatz. Und wie ihr wisst, es gibt ja bei der Cloud-Transition immer die Frage, also wo landen dann die Daten zur Analyse oder zwischengespeichert, werden archiviert. Das ist normalerweise so ein S3-Bucket oder Azure Data Lake Storage. Und das ist auch primäre Data Lake Storages, die dann genutzt werden. Also wir haben jetzt gesehen, dass Datenwachstum sehr, sehr rasant ist. Wir haben auch
festgestellt, dass viele Unternehmen viel Zeit und Geld bereits investiert haben, um so ein Data Lake aufzubauen. Und jetzt liegen dort aktuell Terabytes, Petabytes an Daten in diesen Lakes. Aber dann kommt die Frage, wie kann ich das eigentlich analysieren? Das heißt, wenn ich jetzt hier auf der rechten Seite bin und sage, wie konsumiert ein Data Scientist, ein Data Analyst die Daten, sodass man praktisch schnell auf Data Lake zugreift? Dabei soll auch für den Data Engineer die Möglichkeit geschaffen werden, dass er, ich sage jetzt mal, so einen abstrakten Layer schafft, um eine gleiche Datengrundlage für beide Gruppen zum Konsumieren. Und dann gibt es noch eine weitere Fragestellung, also wie kriege ich dann noch weitere Sourcen, die jetzt noch nicht im Data Lake sind? Die liegen weiterhin irgendwo in dem produktiven System, auf einer Oracle-Tabelle, in einer Postgres-Datenbank, auf einem File. Also das heißt, es gibt ganz viele Silos und da sind so die Fragen, die dann gestellt werden. Und es gibt eine Lösung, die kennt ihr schon seit wahrscheinlich 20 Jahren und es nennt sich Data Warehouse. Also was wir jetzt gesehen haben, also Unternehmen starten on top on Data Lake ein Data Warehouse zu bauen. Das heißt, in erster Linie muss man ganz viele ETL-Strecken programmieren. Also man setzt sich dahin, nutzt eine der klassischen Tools wie Informatica Talent oder vielleicht auch etwas, was modern ist wie in Spark und programmiert die ganzen Strecken und belädt damit die Data Warehäuser. Die Schwierigkeit dabei entsteht also, dass das Datenformat vom Data Warehouse eigentlich grundlegend sich unterscheidet von denen, wie das jetzt im Lake abgelegt ist. Das heißt, ich habe im Data Warehouse ein Star-Schema oder ein Snowflake-Schema, wo ich entsprechend also meine Rohdaten schon mal verforme, voraggregiere und in so ein Data Warehouse lade. Das bleibt alles in dem Format vom Data Warehouse. Um den Analysten oder Scientisten auf die Daten zuzulassen, ist normalerweise noch eine weitere Schicht notwendig, die nennt sich dann so ein Betamart, BI Cube Extract. Das heißt, ich schaffe sozusagen mehrere Schichten, um Daten verfügbar und konsumierbar zu machen. Dabei entsteht das Problem, dass Daten durchaus schon hoch aggregiert geliefert werden und der Analyst und Scientist kennt das. Er kommt dann zum Engineer und sagt, ja, ich brauche aber ganz anderes Aggregationszustand oder mir fehlen noch irgendwie zwei Felder. Wir würden das gerne noch irgendwie erweitern. Und dann ist der Prozess durchaus langwierig. Also es nimmt irgendwo Wochen, vielleicht auch Monate Zeit, bis entsprechende Anpassung durchgeführt wird. Und jetzt ein klassisches Beispiel zu unserer hier Corona-Zeiten. Es gibt einen Reiseveranstalter, bekommt ganz viele Stornierungen und da ist die Frage, okay, wir haben Daten im Data Lake, aber die Daten sind noch nicht zur Verfügung gestellt worden auf diesem klassischen Weg. Und wenn wir jetzt anfangen, ein Projekt und angenommen, wir werden ganz schnell und ganz agil und in 2 Monaten können wir dann die Daten bereitstellen für die Analysten, dann sind wir eventuell schon pleite. Das heißt, man muss hier andere Wege gehen und die Möglichkeit schaffen, direkt auf dem Data Lake Daten zu analysieren. Und genau da kommt Jamie und sagt, wie wäre es, wenn wir den direkten Zugriff auf Data Lake ermöglichen. Dabei wird der Zugriff sehr, sehr schnell sein, dass du auch von mir aus eine Milliarde Rows in Sub-Second Response Time analysieren kannst. Und für Data Engineer oder aus Sicht von Data Governance, Data Security haben wir auch einen semantischen Layer, um auch die Kontrolle zu behalten on top on deinem Data Lake. Das heißt, wenn Dremio sich on der Data Lake oben drauf setzt, als ein Layer, Zwischenlayer, was nur ein rein Compute ist. Das heißt, innerhalb von Dremio gibt es keine Daten. Es werden keine Daten zwischengespeichert in Dremio. Und aus Sicht von Business gibt es einen Vorteil, dass die Queries praktisch direkt auf den Data Lake geschickt werden und die werden auch sehr schnell, sei es aus einer BI-Perspektive für ein Dashboard oder für auch eine Ad-Hoc-Abfrage. Und interessant ist, dass wir keine Cubes, keine Extracts, keine Aggregation Tables hier dazwischen irgendwo speichern, sondern alle Daten bleiben weiterhin auf dem Data Lake. Nichtsdestotrotz gibt es auch die Möglichkeit, weitere Quellen anzuzapfen und im Dremio dann bereitzustellen, sodass die Analysten sowohl auf den Data Lake zugreifen als auch auf eine ja, normale relationale Datenbank-Management-System auf eine MongoDB, auf eine Elastic, auf ein NAS mit irgendwelchen Files. Und dadurch, dass Dremio keine Daten hat, ein rein Compute ist, also ist die Architektur nicht monolithisch und entkoppelt,
und führt dazu, dass ihr weniger Hardware braucht und dadurch reduziert ihr die Kosten. Und die Skalierung erfolgt dann auch entsprechend unabhängig voneinander. Das heißt, ich kann unten in so einem S3-Bucket x Terabytes an Daten speichern und innerhalb von Dremio würde ich dann nur Anzahl an Nodes bereitstellen, die für die Abfrage von Analysten oder Data Scientisten benötigt werden. Und ich skaliere dann nicht linear wie in so einem Datenbankmanagementsystem, sondern ich skaliere dann entsprechend, wie die Anfragen kommen. Ein ganz wichtiger Punkt noch aus Sicht von Dremio und von unserer Philosophie ist, dass wir eine offene Architektur für Data Analytics aufbauen und anbieten. Das heißt, wir wollen nicht den Kunden zu einem bestimmten Format, zu einem bestimmten Datenformat oder weiterem zwingen. Also man braucht jetzt innerhalb von Dremio nichts vorzudefinieren. Also wir können auf beliebige Datenquellen zugreifen und hier primär sind die Data Lake Storages ausgezeichnet oder vorgestellt. Auf diesen Data Lake Storages können unterschiedliche Dateien abgelegt werden. Also das heißt, wenn irgendwo ein produktives System einen Export macht an CSVs, an Parquet-Files oder an Hive.org, JSON-Dateien, die können einfach auf dem Lake gespeichert werden und Dremio ist dann in der Lage, diese Daten zu lesen. Was auch sehr wichtig ist, also Dremio ist kein ETL-Tool. Das heißt, wir sehen nicht uns in einem ETL-Long-Running-Batch-Prozess, sondern wir sehen uns im Data-Queries-Bereich. Nichtsdestotrotz gibt es die Möglichkeit, wie sogenannte Last Mile ETL, um kurz zu erklären, was das ist. Sie sind jetzt ein Analyst, Sie haben eine Tabelle und Sie stellen fest, mir fehlt jetzt zwei, drei Felder. Ich will vielleicht eine andere Aggregation hier von der Datenquelle haben. Und das lässt sich sehr, sehr gut in Dremio auch realisieren. Und wenn es aber darum geht, also ganz schwere klassische ETL-Sachen zu realisieren, dann gibt es andere Tools wie Spark oder EMR. Und vielleicht ein letzter Punkt für die offene Architektur für Datenanalytics ist, dass Dremio läuft ja überall auf einem Bare-Metal, auf einer Virtual Machine, auf einem YARN, auf einem Hadoop oder auch in einem Kubernetes-Cluster. Und ihr könnt Dremio deployen, da wo immer ihr wollt. Das heißt, ihr habt Freedom to Run Anywhere, auf jeder Cloud, AWS und Microsoft. Und wir haben auch andere Philosophie, was Deployment anbetrifft. Wir gehen in Account von dem Kunden und deployen Dremio dann bei dem Kunden. Das heißt, Daten, die jetzt auf dem S3, auf dem Kundenaccount liegen, bleiben auch dort. Wir zwingen den Kunden nicht, diese Daten zu uns rüber zu kopieren, damit die auswertbar sind. Das heißt, Dremio kommt zum Kunden, installiert alles, Daten bleiben weiterhin unter Kontrolle vom Kunden und Dremio ist ein reiner Compute Engine. Ein kleiner technischer Ausblick, also wie machen wir das? Also was sind so die Komponente von Dremio, die ermöglichen auch diese Performance, die ich jetzt gleich auch im Live-Demo zeige, zu erreichen? Und ich habe hier so die Darstellung, also wir haben jetzt hier einen Block mit Dremio und Dremio basiert auf Apache Arrow, ist ein sehr, sehr prominentes Projekt unter Data Scientisten. Apache Arrow ist ein Format für Columnar-Oriented Data Representation in Memory. Das heißt, wenn Daten irgendwo analysiert wird, ist Columnar-orientierter Datenformat eigentlich der bessere. Und um diese Daten auch in Memory Columnar-oriented zu haben, also ist Arrow so ein Projekt, das genau das löst. Und aktuell findet man Arrow praktisch überall, wie jetzt beim Spark, bei PyArrow, also Pandas, bei InfluxDB und weiteren. Und Arrow war von Jacques Naidoo, von unserem CTO, co-kreiert. Und alles, was in Dremio sich wiederfindet, ist basiert auf Apache Arrow. Auch die weiteren Technologien wie Data Reflections, die ich jetzt auch gleich live zeigen werde, die helfen wirklich eine Performance zu erreichen, um eine Milliarde Datenrows zu analysieren. Außerdem also gibt es die Möglichkeit mit Arrow einen massiven parallelen Zugriff auf die Data Lakes. Deswegen also sagen wir, okay, Data Lakes ist eigentlich das, was wir mögen, weil wir mit der modernen Data Lake Storages auch diesen massiv parallelen Zugriff haben.
Für die Quellen, die jetzt wahrscheinlich auf ODBC basieren, also haben wir einen Advanced Relational Pushdown, um die entsprechenden Daten dort abzuzapfen, oder auch eine Reflection innerhalb von Data Lake aufzubauen, um Daten von einem OLTP-System zu abstrahieren und entsprechenden Analysten zur Verfügung zu stellen. Vielleicht hier vorab, also ich will jetzt nicht zu tief ins Detail auf der technischen Ebene zu gehen, sondern heute nur die Grundlagen zu zeigen und Dremio vorzustellen. Aber schon mal vorab, wir planen jetzt ein Webinar am 28. April um 11 Uhr, um die Technologie vorzustellen. Das heißt, genau, was ist ein Arrow, wie werden Daten organisiert, wie kann Dremio skalieren, wie machen wir jetzt massiv parallelen Zugriff auf die Daten und weitere Informationen über Arrow und Dremio. Deswegen, also ihr seid alle gerne eingeladen, also aus technischer Perspektive auch da sich einzuwählen und dann mehr über Dremio-Technologie im Detail kennenzulernen. Noch ein Punkt ist dann Self-Service Semantic Layer, was sehr oft von vielen Kunden auch angesprochen wird. Denn es ist schön, dass ich in der Lage bin, vielleicht mit unterschiedlichen Data Lake Engines direkt auf ein Data Lake zuzugreifen, aber man möchte das nicht immer. Man möchte schon eine gewisse Kontrolle zu behalten darüber. Ja, vergleiche ich jetzt wirklich Äpfel mit Äpfel sozusagen? Also ist das jetzt die Quelle, die bereitgestellt worden ist für einen Tableau-User und für einen Jupyter-Notebook-Scientisten? Also so, dass die praktisch das Gleiche sehen. Also man will die Datenkonsumer eine konsistente Logik anbieten, so dass die KPIs berechnet werden können. Und auch die Möglichkeit geben, diesen Konsumenten selbst in Self-Service Gedanken Sachen anzupassen. Auch für den Engineers und Architects, also gibt man die Möglichkeit, über den semantischen Layer die Kontrolle zu behalten, sodass die sagen, okay, ich bin jetzt hier auf einer sogenannten Virtual Schicht, wo ich dann die Daten zusammenführe, verändere und vielleicht auch einen Zugang restriktiv gestalten kann. Nun springen wir in Demo und ich zeige Ihnen Dremio Live. Also aktuell, also Dremio ist eine Web-Applikation und ich connecte mich zu dem Cluster, was auf einem Kubernetes-Service in Azure deployed ist. Es handelt sich um gerade mal drei Maschinen, die Daten dann von Kubernetes, von Azure Data Lakes Storages oder weiteren Storages wie S3 abgreifen kann. Also das ist jetzt eine Sicht von einem Administrator und wir sehen jetzt hier Sourcen, die jetzt connected sind. Also wir haben jetzt ein Azure Data Lakes Storage, wir haben ECS Data Lake, wir haben ein PostgreSQL, wir haben eine S3. Das heißt also, hier habe ich schon so eine Art Multi-Hybrid-Cloud-Szenario abgebildet, dass ich in der Lage bin, auf unterschiedliche Quellen zuzugreifen. Gewiss, es kann eine gewisse Latenz entstehen, also wenn die Quelle zu weit ist. Also deswegen also muss man sich überlegen, also wo dann Dremio deployed wird, weil eine gewisse Datengravity entscheidend ist. Wie kann man so ein Source hinzufügen? Also hier gibt es einen Plus-Button und es gibt vordefinierte Konnektoren und man sucht sich zum Beispiel Amazon S3, gibt einen Namen, einen Access Key und die ganzen Informationen, sagt Save und damit ist dann ein Source angelegt. Und hier zu zeigen, also wenn ich hier auf S3 zugreife, dann sehe ich ja die ganzen Buckets, also die hier existieren. Im Weiteren haben wir auch einen Bereich mit Spaces und Spaces ist sowas wie ein Ordner mit Ordnerstruktur. Das heißt, wenn ich jetzt hier in Space Solutions Architecture habe, dann bin ich in der Lage, dort auch einen Ordner abzulegen. Und wenn ich hier drauf klicke, dann sehe ich entsprechend also die Datasets, die ich dann auch benutzen darf. Das heißt, über ein Space bin ich in der Lage, Sharing oder Rechteverwaltung zu organisieren, sodass ich dann Spaces nach zum Beispiel Projekte ablege oder Spaces nach Organisationsstruktur. Und hier einfach mal zu präsentieren, werde ein Space genommen. Ich nehme dann Andreas, füge ihn hinzu. Und wir sehen, dass Andreas ist in der Lage, halt hier innerhalb von diesem Space oder einem Ordner Abfragen zu schicken. Aber der ist nicht in der Lage, etwas in dem Space zu verändern. Wohingegen ich kann auch hingehen und Sachen im Space auch verändern. Wichtig ist also, die Rechte können sowohl über internes User Management von Dremio
aufgebaut oder gelöst werden oder über LDAP, Active Directory oder Azure Active Directory. Dann bin ich hier in meinem eigenen Space, also wo ich dann zwischenzeitlich etwas durchrechnen kann oder vielleicht als Beispiel zu zeigen, eine Datei hochladen. Ihr kennt das, also man hat irgendwo eine, ja, vielleicht eine CSV oder Excel-Tabelle und ich gehe jetzt hier hin und sage, okay, Vendors, ich lade jetzt so eine Datei hoch, gehe jetzt mal hin, sag Next, sag, Delimiter ist hier in dem Fall Semikolon, Extract Fields, Save. Und jetzt sehe ich genauso die Daten, die jetzt aus dieser CSVs erstellt worden sind und ich sage, okay, das ist ja, was ich jetzt freigeben möchte. Und ich speichere das hier bei mir in meinem Ordner und sage einfach Vendor Dimension. Und entsprechend alle, die jetzt in dem Ordner Victor halt eine Zugriffsberechtigung haben, können hingehen und diesen Vendor auch benutzen oder für irgendwelche Joins und weitere Sachen verwenden. Genau. Jetzt noch ein wichtiger Punkt. Innerhalb von Dremio haben wir Katalog, Data-Katalog, was erlaubt, auf jedem Dataset eine Wiki zu schreiben und Text zu vergeben. Und dieser Katalog ist auch durchsuchbar. Das heißt, ich gehe jetzt hier auf die Suche, gebe mir dann einen Suchbegriff ein und die Suche geht nach Namen von Datasets, nach Attributsnamen und nach Text. Und wir haben hier zum Beispiel New York City Trips. Wenn wir reinspringen, auf den Katalog schauen, dann sehen wir, okay, es handelt sich um New York City Taxi Trips Daten. Das sind Dimensionen, da sind KPIs. Er sagt, es ist über 1 Milliarde Records in diesem Dataset, was auf dem Azure Data Lake Storage liegt. Das heißt, es ist jetzt keine Datenbank dahinter und weitere Informationen. Ich kann hier auch sehen, also welche Attribute auf diesem Dataset zur Verfügung stehen, also in welchem Datenformat und ich habe hier Tags. Das heißt, ich kann hingehen und einen Tag vergeben, 4711. Und jetzt rufe ich meinen Kollegen an und sage, okay, such mal bitte nach 4711. Und das ist ein Dataset, was ich dir bereitgestellt habe. Und entsprechend also sieht mein Kollege sofort das hier. Das ist sozusagen also Abhilfe für Collaboration und Sharing. Man kann hier unterschiedliche Informationen pflegen, wie IDs, Jira-Tickets, Nummer, vielleicht auch ein Anforderungs-ID und so weiter. Aber wir gehen jetzt mal zurück auf die Daten und sagen, okay, das sind so unsere Daten, die wir jetzt hier haben. Lasst uns einfach mal anschauen, ist das wirklich jetzt 1 Milliarde an Rows? Machen jetzt einfach einen Count. Und stellen fest, ja, tatsächlich, es ist jetzt über 1 Milliarde Rows in Dataset New York City Trips. Wir gehen jetzt hier aus der Perspektive eines Data Analysten und ich bin jetzt ein Data Analyst, der Tableau nutzt. Es gibt auch weitere Tools, die jetzt hier schon per Default eingebunden sind, aber im Grunde jedes BI-Tool, was ODBC spricht, ist in der Lage, mit Dremio zu connecten und die Analysen durchzuführen. Wir nehmen jetzt einen Tableau-User, klicken hier drauf und wir bekommen einen TDS-Fall. Das ist ein Tableau-spezifischer Fall, was praktisch nur die Information bereitstellt, wie Tableau sich zu der Quelle connectet, um Live-Queries abzuschicken. Das heißt, wir haben jetzt keinen Extrakt von 1 Milliarde Rows gemacht. Wir öffnen das einmal. Tableau fragt nach Benutzername und Passwort. Jetzt haben wir Tableau auf und einfach zu zeigen, ja, es ist diese New York City Trips und wir schauen, wie viele Datensätze haben wir jetzt hier. Und wir stellen fest, ja genau, das ist diese 1 Milliarde Daten Rows auf die Tabelle, die wir jetzt zugreifen werden. Und das ist schon eine gewaltige Datenmenge und wir werden aber jetzt versuchen, dieses interaktives Experience einfach zu haben, wo wir sagen, okay, lass uns das jetzt alles nach Tag Info anschauen, anzeigen und wir sehen jetzt hier nach Jahr und wir sehen, okay, diese 1 Milliarde wurde nach Jahr gruppiert, 2009 gab es die Krise in den US, weniger Fahrten, dann später ist die Krise überwunden, also haben wir mehr Fahrten bekommen und 2012 ist, glaube ich, Uber auf die Bühne getreten, deswegen sind Fahrten wieder nach unten gegangen.
Wir können auch sagen, okay, lass uns anschauen, zum Beispiel, wie viele Tipps gemacht worden sind. Und wir wollen jetzt keine Summe, sondern wir wollen Mittelwert uns anzeigen lassen. Und nach Jahr ist zwar alles gut, aber lasst uns vielleicht mal so ein bisschen tiefer gehen und nach Quartaljahr irgendwie das Ganze darstellen. Und das ist jetzt diese praktische so Real-Time-Experience, also was ein Tableau-User auf diese 1 Milliarde Rows bekommt, um Daten einfach zu analysieren. Lasst uns jetzt zurück zu Dremio springen und einfach mal anschauen, was ist denn dabei passiert. Und es gibt hier beim Dremio ein Tab Jobs. Wenn ich hier drauf gehe, dann sehe ich hier gelockt alle Abfragen, die jetzt geschickt worden sind, egal von einem externen Tool von Dremio oder von wo auch immer. Das heißt, es ist eine Art Audit-Möglichkeit, einfach festzuhalten, was haben die User soweit alles gemacht. Und wir sehen hier New York City Trips von Victor jetzt um 11:33 Uhr abgeschickt über den ODBC-Client und es hat weniger als eine Sekunde gedauert. Was hat denn Dremio bekommen? Dremio hat diesen SQL bekommen. Das ist auch ein interessanter Aspekt. Also Dremio basiert ja auf Apache Arrow, spielt sehr gut mit den ganzen NoSQL-Sachen zusammen und ist auch eine Art NoSQL. Aber Interface von Dremio ist SQL. Das heißt, jeder, der ist in der Lage, ein SQL zu schreiben oder ein Tool nutzt, was SQL spricht, kann sofort mit Dremio zusammenspielen und entsprechend hier die Analysen gestalten. Jetzt ist aber die Frage, wie haben wir denn geschafft, diese 1 Milliarde ja, Rows in Subsecond Response Time bereitzustellen. Und ihr seht hier so ein Symbol mit Flamme, mit Feuer. Das bedeutet, dass diese Abfrage beschleunigt worden ist, also accelerated. Und das ist ja genau die Technologie von Reflections, die ich jetzt auf der Folie zeigte. Und wir haben jetzt hier bei Dremio zwei Typen von Reflections. Und ich gehe mal kurz da rein. Vorab ein ganz wichtiger Punkt, also man muss nicht alles mit einer Reflections versehen, um Power und Performance zu haben, weil wir haben ja den massiv parallelen Zugriff auf die Daten, wir haben sowas wie Gandiva, das ist ein LLVM-Compiler, um Maschinencode zu erzeugen und noch weitere Sachen. Es gibt aber bestimmte Use Cases, wo man sagt, ich benötige genau diese Technologie von Reflections. Und Use Case bei Aggregate Reflection ist folgende. Also ich habe 1 Milliarde Daten Rows. Ich habe nehmen wir mal einen Manager, der sofort einen Response braucht auf dem Dashboard und deswegen also baue ich ihm eine Aggregate Reflection. Was ist eine Aggregate Reflection? Stellt euch vor, es gibt einen Index in RAM und man materialisiert eine View und wenn man das alles so zusammenbaut, dann bekommt man eine Aggregate Reflection. Hier mache ich eine Aggregate Reflection. Ich gehe hier auf diese New York City Taxi Dataset, klicke mir so ein New Reflection, definiere dann Dimensionen, sage, okay, das ist vielleicht noch die Kennzahl, die ich brauche, soll alles sortiert und danach partitioniert werden. Ich speichere das und Dremio hält sozusagen das Ganze für mich frisch. Ich kann euch einstellen, wie oft die Reflection aktualisiert werden müssen, sowohl innerhalb von Dremio als auch außerhalb als ein REST Call API. Noch wichtiger Punkt, also SQL, was ich vorhin zeigte, innerhalb von Dremio habe ich die Möglichkeit oder es ist ein Query Planner eingebaut, das heißt, ich schicke ein SQL gegen New York City Taxi Trips Dataset. Und dabei muss ich nicht explizit sagen, nutze Aggregation Reflection oder Aggregation Reflection 1. Das heißt, der Query Planner nimmt SQL, prüft, habe ich denn eine Reflection für diese SQL? Ja, dann nutzt er diese Reflection. Wenn keine Reflection vorhanden ist, dann entsprechend also wird ein direkter Pushdown zu der originellen Tabelle geschickt. Und dadurch also braucht man im SQL das nicht explizit anzugeben. Eine zweite Art von Reflection ist ein Raw Reflection. Ist ein bisschen anders von dem Use Case. Angenommen, ihr habt irgendwo eine produktive Tabelle oder produktive Datenbank. Und da kommen die Analysten sagen, wir brauchen diese Daten, um Dynamic Pricing zu machen. Und keiner der DBAs von OLTP, von dem produktiven System, lässt einen Analysten auf das System, weil das ist einfach gefährlich, also komplexe SQL-Queries dann abzuschicken. Was man klassischerweise macht, also man lädt dann die Tabelle oder das System irgendwo in so einen nächtlichen ETL-Job.
auf ein Data Warehouse oder auf Data Lake und dann entsprechend also steht das zur Verfügung. Im Gegensatz bei Dremio hat man eine Verbindung zu dieser Tabelle gemacht und sagt, okay, alles, was ich brauche, ist eine Raw Reflections. Ich suche mir also Felder, die ich brauche. Und Dremio extrahiert das einmal oder mehrmals, also hält es auch frisch für den User. Und die ganzen Analysten nutzen automatisch die Reflections. Das heißt, die Queries werden umgeleitet auf die Reflection, anstatt direkt die OLTP-Systeme dann in Anspruch zu nehmen. So. Jetzt wechsle ich die Sicht von einem Analysten auf Sicht von einem Engineer, Data Engineer, was auch durchaus ein Data Analyst oder Data Scientist sein kann. Das heißt, wir haben jetzt die Aufgabe, die Daten entsprechend bereitzustellen, sodass die von einem Tableau-User oder Jupyter-Notebook-User halt genutzt werden können. Und dafür gehen wir auf eine Tabelle. In dem Fall ist das jetzt ein Parquet-File, was auf Azure Data Lake Storage liegt. Wir nehmen das und stellen fest, okay, das sind die Daten und wir sehen jetzt ein E-Mail, sieht aber nicht wie eine E-Mail aus. Also, da müssen wir etwas verändern, dann, bis halt die Analysen darauf laufen können. Also zunächst will ich, dass alles klein geschrieben ist, das heißt ein Lowercase. Dann will ich auch ein Domain dazu fügen. Und da gibt es die klassischen Funktionen, zum Beispiel wie Concat. Wir nehmen jetzt at dremio.com, klein, und sehen, ja, da sieht schon in etwa, wie ich mir das vorstellen kann. Dann stelle ich fest, Phone Number will ich gar nicht freigeben, aber vielleicht nur die Vorwahl oder Area Code und ich kann das einfach extrahieren. Es gibt unterschiedliche Patterns, die entsprechend also zeigen, also wie das extrahiert wird. Und wir nennen das jetzt mal Area Code. Applyen das. Und wie ihr seht, also neben dem Phone Number haben wir auch einen Area Code als neues Feld hinzugefügt. Und das ist diese Last Mile ETL, wo ich ganz schnell was hinzufüge. Vielleicht nenne ich das noch ein bisschen anders mit dem Dash. Und ihr seht, hier sind so Bubbles entstanden. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel einmal zurückklicke, dann verschwindet sozusagen, also dann sehe ich die vorherige Version, so eine Art Undo und Versionierung innerhalb von dem, was ich jetzt mache. Gehen jetzt mal wieder weiterhin und sagen, Font Number brauchen wir gar nicht, droppen das jetzt hier und schauen uns ein Dataset an und stellen fest, wir haben Department-ID, aber wir haben jetzt keine Informationen zum Department-ID und deswegen also will ich gerne diese Informationen dazu nehmen. Deswegen gehe ich auf den Join. Es gibt schon mal Vorschläge, weil meine Kollegen bestimmte Joins gebaut haben, aber ich will jetzt selbst einen Join bauen. Deswegen gehe ich jetzt hier auf die Suche und versuche mal Department-ID-Informationen und Department-Informationen zu finden. Und ich stelle fest, es gibt eine Postgre-Datenbank. Also das heißt, mein Employee-Information liegt auf dem Azure Data Lake und ich nehme jetzt die Postgre-Datenbank, sage Next. Das ist ein Inner Join. Und die Join-Bedienung ist wie folgt, über Department-IDs. Wir applyen das und schauen einfach, ob die Daten da sind. Und tatsächlich, also diese Information ist dazu gejoint. Das heißt, wir haben jetzt ein Azure Data Lake mit einem Postgres gejoint. Wir brauchen die nicht zweimal. Deswegen können wir das hier droppen. Und was wir noch analysieren wollen, wir wollen nicht alle Departments analysieren, aber nur bestimmte hier analysieren und wir stellen fest, okay, da ist auch die Verteilung. Also Dremio analysiert die Daten, sagt, wie die Daten ungefähr verteilt sind. Wir nehmen die zwei, sagen Apply, sagen gut, das ist in etwa, wie ich das zwischenzeitlich speichern will. Ich speichere das entsprechend in einem Ordner, was für mich oder bestimmte Gruppe freigegeben ist. Und wir nehmen das jetzt Webinar. Step 1. Speichern das einmal. Gehen jetzt hier auf den Graph-Informationen und sehen einfach, also wie ist das eigentlich gebaut? Und wir sehen, okay, das ist jetzt hier aus Postgre-Datenbank, hier ist aus einem Azure Data Lake Storage und entsprechend also ist das alles hierhin abgespeichert worden. Wichtiger Punkt ist also hier mit lila Farbe seht ihr sogenannte Physical Dataset. Das heißt, das repräsentiert genau den Fall oder Tabelle innerhalb von der Quelle, so wie jetzt hier. Bei dem grünen Symbolen heißt das, wir haben ein Virtual Dataset. Das heißt, wir haben etwas verändert,
und einfach zu zeigen, also was wir verändert haben. Öffne ich einen SQL-Editor und ihr seht also alle Sachen, die ich jetzt hier per Drag and Drop und Wizard gemacht habe, ist ein SQL entstanden. Und wenn Menschen sind, die eigentlich eher SQL schreiben möchten, SQL-affin sind, dann können die auch hier hingehen und SQL direkt schreiben und entsprechend also wird hier das Ganze auch gemacht. Und jetzt sagen wir, speichern das auch kurzzeitig, die Änderung, gehen jetzt nochmal hier hin und nehmen diesen Step One als Ausgangslage für unsere weiteren Analysen und sagen, also den SSN, den braucht auch keiner zu sehen, droppen das hier. Speichern im gleichen Ordner und sagen, das ist jetzt Webinar View. Einmal gespeichert. Hier nochmal kurz auf den Graph. Hier ist ein Lineage. Also ich meine, für diejenigen, die jetzt ein ETL entwickeln, ist das, kommt das irgendwie bekannt vor? Okay, das ist so wie eine ETL-Strecke. Ein wichtiger Punkt, wir haben keine der Daten aus den Quellen hierhin kopiert. Das heißt, das ist alles weiter als Virtual Dataset alleine durch SQL bestimmt. Deswegen also ist es ein wesentlicher Unterschied. Ich habe keine Daten aus dem Lake oder wo auch immer hierhin rübergeschoben. Und jetzt gehen wir auf diese View und sagen, okay, das will ich jetzt gerne analysieren und dafür springen wir nochmal ins Tableau, bekommen nochmal so einen Fall, öffnen das einmal, um die Verbindung zu Dreamy aufzubauen. Genau, jetzt habe ich mich eingeloggt und ich nehme jetzt den gleichen Pfad, also zu der Webinar View und springe hier auf ein Jupyter Notebook. Hier bin ich wiederum zu Dremio.org, also zum gleichen Host, nur über den ODBC, über den Port und alles, was ich hier mache, ich setze einfach ein SQL ab und ich lasse das auch einmal laufen und ich bekomme die Sicht, also die man praktisch also hier in Tableau hat. Angenommen, der Data Engineer sagt, ja, ich habe jetzt hier fälschlicherweise auch die Kreditkarten freigegeben und die sollen jetzt gar nicht hier auftauchen. Der geht hier und sagt, drop das Field, speichere das einfach, gehen zurück in Jupyter, da ist diese Credit Card Information. Wir lassen das einmal laufen, dann ist das weg. Und wenn hier im Tableau die Datenquelle aktualisiert wird und die Kreditkarteninformation wird auch entsprechend hier verschwinden. Also das heißt nochmal, das ist ja genau dieser semantische Layer, der eine Kontrolle für einen ja, Data Engineer oder weiterem gibt, darüber zu haben, also was gebe ich frei, sodass unterschiedliche Parteien auf den gleichen Daten arbeiten und die sehen ja gar nicht, also was hier alles gemacht worden ist an der Business-Logik, alles was die sehen, also nur die eine Tabelle mit X Attributen, die zur Analyse freistehen. Und das ist auch ein wichtiger Punkt aus Perspektive Data Governance, Data Security. Die sind viel, viel erfreulicher, weil keine Daten hier nochmal rüberkopiert sind. Das heißt, also wenn der Kunde anruft und sagt, bitte meine Daten löschen, alles, was ich lösche, nur in dem Azure Data Lake als Beispiel, ich muss dann die Information löschen und entsprechend also ist die Information verschwunden. Genau. Schauen wir auf die Zeit. So, dann würde ich jetzt an der Stelle die Präsentation oder Demonstration beenden und zu den Slides rübergehen. Und schauen, ob wir Fragen bekommen haben. Sekunde. Die erste Frage ist, wie aktuell ist eine Reflection, die zum Beispiel über mein Tableau-Dashboard genutzt wird? Ja, also die Reflections-Aktualität kann innerhalb von Dremio eingestellt werden. Vielleicht auch mal kurz, genau, wo man sagt, ich will, dass Reflection sich automatisch innerhalb von x Minuten, Stunden, Tagen oder Wochen aktualisiert. Ich kann auch das über ETL-Prozess regeln, indem ich sage, mein Informatiker oder mein Spark-Job ist zu Ende. Setze bitte einen REST-Call
indem ich dann Dremio sage, die Daten wurden beliefert, aktualisiere dann entsprechend dann die Reflection. Dann habe ich noch eine Frage. In unserem Data Lake sind aktuell noch nicht alle für mich relevanten Daten vorhanden. Können wir vom User hochgeladenen Daten mit anderen Teams-Usern geteilt werden? Ja, richtig, absolut. Das heißt, wie ich ja in Demo gezeigt habe, also diese Datei, die ich hochgeladen habe, die kann ich als eine Virtual Dataset in einem der Spaces oder Ordner abspeichern, wo dann auch andere Teilnehmer dann einen Zugriff haben. Also Punkt Nummer eins, also wenn ich das hochlade, dann ist das in meinem eigenen Ordner oder meinem eigenen Space, was wiederum diese Datei auf einem Data Lake speichert. Das heißt, ich kann so einstellen, dass auch die Dateien, die ich hochlade, in einem direkten S3 oder Azure Data Lake gespeichert werden. Und wenn ich das freigebe, dann über ein Space, dann können die, ich sage jetzt mal, meine Projektmitarbeiter oder diejenigen, die jetzt im Team sind, über den Space das innerhalb von einem Join oder in einer Auswertung mit einbeziehen. So. Okay, Datenkatalog. Frage zum Datenkatalog und wie lässt es sich mit anderen Katalogen wie zum Beispiel Collibra integrieren? Wie kann ich das mit dem Data Hub semantischen Layer von Dremio integrieren? Genau. Also Dremio kann dadurch, dass Dremio, ist auch ein wichtiger Punkt, also komplett RESTful aufgebaut ist. Das heißt, alles, was ich jetzt gemacht habe, ist über REST steuerbar. Das gleiche gilt auch für den Katalog. Ich kann die Integration über REST organisieren und wir haben bereits Integration bei anderen Kunden, wo die Information primär in so einem Collibra oder Enterprise-Katalog gespeichert wird und entsprechend also wird die Information von Collibra über einen REST-Call in Dremio gepusht. Es gibt auch beidseitige Integrationen, wo man sagt, okay, ich habe jetzt einen bestimmten User, der Daten hochlädt oder diese Virtual Dataset erstellt und beschreibt, dann wird die Information aus Dremio genommen und ins Enterprise-Katalog gepusht. Das heißt, beide Wege sind möglich und sind auch realisierbar. Kann ich Dremio auf meinen bestehenden Kubernetes-Cluster deployen? Ja, also Dremio kann auf dem bestehenden Cluster deployed werden. Das heißt, wenn jetzt ein AKS oder ein EKS oder weitere Sachen da existieren, also an ein Kubernetes-Cluster, die können dann ganz normal deployed werden. Es gibt einen Helm-Chart und jeder kann das ausprobieren, dank der Community Edition, die auch kostenlos ist. Also ihr könnt heute hingehen auf den Google Search, Dremio Helm-Chart eingeben, dann bekommt ihr ein vorgefertigtes Helm-Chart. Und dann ist das sehr, sehr einfach auf Kubernetes aufzubauen. Wichtig ist also, man braucht für Metadatenmanagement auch ein Persistent Volume. Das heißt also, das ist eine Voraussetzung, dass ein Kubernetes-Cluster darüber schon verfügt, also dass ihr auf der Version seid, also wo Kubernetes auch Persistence Volumes bereitstellt. So. Jetzt kommt die Frage, wird GCP in deren Storage-Komponenten ebenfalls unterstützt? Die Antwort auf die Frage ist, also wir haben aktuell keinen Kunden, der GCP nutzt. Also dem geschuldet, dass sind Kunden, die jetzt in der Cloud sind, auf Amazon oder auf Microsoft sind. Nichtsdestotrotz, es gibt eine Umsetzung, zumindest intern in Beta-Variante, die Google Storage auch anbinden kann. Und die zweite Variante, die auch geht, also Google Storage bietet auch die S3 oder ein S3-Interface, sodass darüber auch eine Verbindung zu Dremio geschaffen werden kann. Wie lange dauert die Query auf Taxidaten ohne Reflections als Vergleich? Also hier auf dem kleinen Cluster würde das um zwischen 30, 60 Sekunden dauern. Auf dem Cluster, wo man zum Beispiel, also im normalen produktiven Cluster mit 10 Nodes, hätten wir dann eine Performance von ungefähr 20 Sekunden.
Gut, ich würde sagen, wir gehen jetzt ein Stück weiter und die Fragen, die jetzt noch da sind, die werden wir offline beantworten. Also wir haben jetzt noch ein paar Themen in den nächsten 5 Minuten hier darauf einzugehen. Und wie gesagt, also die Fragen werden wir auf jeden Fall noch offline mit euch klären. Zusammenfassend Ausblick. Also was wir jetzt besprochen haben, die Möglichkeit von Dremio Daten direkt auf dem Data Lake ohne ein Zwischenlayer wie Data Warehouse oder Cube oder sonstige Extracts zu analysieren, mit der Möglichkeit auch entsprechend auch weitere Datasilos da einzubinden. Und alles, was wir es nennen oder bezeichnen, ist das so eine Art Data as a Service. Und das sind so die Bausteine für Data as a Service hier im Unternehmen. Es ist einmal strukturierte View auf dem Data Lake, was wir jetzt gezeigt haben, mit semantischen Layer, die Möglichkeit, Daten auch zu discovern oder zu entdecken durch einen Katalog. Wir bieten auch eine intuitive UI. Es gibt auch die Möglichkeit, Data Curation sowohl mit dem Wizard bestimmte Änderungen durchzuführen, als auch durch einen einfachen SQL Copy-Paste sozusagen. Also ich kann auch die Virtual Datasets in den SQL Editor meinen Code speichern. Was auch noch zusätzlich gezeigt worden ist, also diese Beschleunigung durch die Dremio-Technologie wie Reflections dank Apache Arrow. C3 ist noch eine Technologie, die wir dann entsprechend also am 28. April vorstellen werden, oder die optimierten Pushdowns an die Quellen. Und letzter Baustein ist Dynamic Security Controls wie LDAP, Active Directory, wie Governance und Graph Data Lineage, wie Access Controls. Bildet sozusagen eine Enterprise Productive Data as a Service, und da ist ein Dremio als ein Data Lake Engine primär ausgerichtet. Und heute, wie ich schon sagte, gibt es eine Dremio Community Edition, die ist kostenfrei, sowohl auf dem GitHub, auf unserer Website als RPM oder Tarball oder auf dem Docker Hub, kann auch sofort heruntergeladen werden mit einem Helmchart entsprechend auf einem Kubernetes. Und alles, was hier so mit lila markiert ist, das ist alles innerhalb von Community Edition. Das heißt, Performance-Aspekte, Data Discovery, Data Curation, UI, das könnt ihr sofort alles nutzen. Nur ein Punkt, das ist ja Dynamic Security Control, was in der Enterprise License abgebildet, Enterprise Edition abgebildet wird, und entsprechend, also da sind diese Aspekte, die dann on top kommen. Um das Ganze auszuprobieren, gibt es die Webseite dremio.com Deploy. Da geht ihr hin und sucht dann, ob ihr dann auf einem Cloud-Anbieter wie Azure oder auf dem AWS deployen wollt oder auch dann entsprechend direkt auf einer Virtual Machine oder auf eigenem Rechner oder auch durch den Docker Hub, auch durch einen Docker Run sozusagen auf dem Host hier zu deployen. Um mit Dremio noch weitere Informationen zu vermitteln, weil in einer Stunde war das jetzt sehr, sehr kurz. Wir haben jetzt ein paar Folien gezeigt. Wir haben jetzt auch so ein bisschen was von Dremio UI gezeigt und was damit alles machbar ist. Es gibt ganz umfangreiche Library mit vielen Topics, mit vielen Webinaren, vielen Tutorials. Es gibt auch so Customer Stories. Also da empfehle ich auch mal hinzugehen und sich das anzuschauen, wo man vielleicht spezifisch für Data Science seinen bestimmten Model Training irgendwo abgebildet hat. Und zweite Quelle ist, also die auch interessant ist, also ist university.dremio.com. Die ist komplett kostenlos für E-Learning. Das heißt, jeder kann sich einfach anmelden mit dem E-Mail-Passwort, also keine Kreditkarte oder sonstiges notwendig. Und da sind jetzt einige Kurse schon abgebildet, wie auch Dremio Grundlagen, Dremio Acceleration, oder wie kann ich das Ganze auf dem Kubernetes deployen. Genau, und am Ende gibt es auch ein Multiple Choice, und wenn man das bestanden hat, gibt es auch ein Zertifikat, das Dremio entsprechend ja, zertifizierter Entwickler oder Nutzer ist mit dem Kurs. Genau. Und noch ganz wichtig, also für die technische Perspektive und Technical Deep Dive zu bekommen, also wie
funktioniert Dremio? Wie funktioniert eigentlich dieser massiv parallele Zugriff aus Dremio, wo ich dann mit Multithreads auf ein Azure Data Lake oder auf ein S3 zugreife? Auch eine Perspektive, was passiert, also wenn ich mit massiv parallel auf eine Oracle-Tabelle zugreife? Wie kann ein Cloud-Cache mir helfen, dann auch auf diesen langsamen Datenträgern wie S3 entsprechend, also Performance zu gewinnen? Alles wird dann an dem Webinar am 28. April um 11 Uhr auch vorgestellt. Genau, an der Stelle, ich schaue, wir haben jetzt noch eine Minute, möchte ich mich auf jeden Fall bei jedem bedanken, der jetzt heute teilgenommen hat und zugehört hat. Bleibt neugierig, bleibt gesund und ich wünsche allen frohe Ostertage und ich würde sagen, bis zum 28.04. Dankeschön und tschüss.